Freunde der virtuellen Realität, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute gibt es einen Quest-Gameplay und zwar stelle ich euch das Game David vor. David ist ein Oculus App Lab Game von den Two Guys Games aus Köln. Das sind zwei Entwickler, die sich da um dieses Projekt gekümmert haben. Und ja, um was geht es sich? Ich würde am einfachsten sagen, wir haben hier ein Space Invaders in VR. Das passt eigentlich so am besten. Als Kind der 80er kennt man Space Invaders. Wenn ihr es nicht kennt, googelt einfach mal Space Invaders. Ja, ist ein sehr, sehr altes Game. Und daran, ja, habe ich mich irgendwie erinnert, als ich das Game erst einmal mir angeschaut habe. Und ja, ich finde, das passt auch ganz gut. Ja, wir haben hier einen Wave-Shooter, in dem wir quasi ein Raumschiff lenken. Wir sind quasi, unsere Hand ist quasi das Raumschiff, die wir ja durch den Raum bewegen. Wir können Power-Ups bekommen. Es kommen immer weitere Wellen auf uns zu. Mit diesen Power-Ups wird es natürlich dann ein bisschen einfacher. Wir können 2 Schuss, 3 Schuss bekommen. Wir können Laserabwehrgeschützturm bekommen. Wir können Raketen bekommen, die das Ganze dann vereinfachen, um die Wellen dann ja ein bisschen in Schach zu halten. Ich war leider nicht wirklich erfolgreich, werdet ihr aber gleich auch im Gameplay sehen. Und ich denke, man muss sich da ein bisschen mehr mit beschäftigen mit dem Game, um da wirklich auch besser zu werden. Es ist jetzt wirklich ein Ersteindrucksvideo hier. Ich habe mir das vorab mal 10 Minuten angeschaut und habe danach die Aufnahme gemacht. Und ja, um euch das Game hier mal zu präsentieren. Und ja, das Game kostet 14,99 im App Lab Store. Und ich finde, das ist nicht zu viel verlangt. Und ja, es sind zwei Entwickler aus Köln. Die haben sich hier wirklich, was Cooles ausgedacht, finde ich. Es ist jetzt, kein riesen AAA-Game. Das soll es ja auch gar nicht sein. Es ist ein Wave-Shooter, ein Arcade-Wave-Shooter. Und ja, leichte Kost. Wir steuern einfach das Raumschiff. Aber mit leichte Kost ist jetzt nicht gemeint, dass es zu einfach ist. Also es ist schon auf normal schon echt hart, finde ich. Also sehr herausfordernd. Und ja, das ist ein Game, was man abends einfach mal eine halbe Stunde, Stunde anmacht und einfach mal ein bisschen zockt, finde ich. Mir hat es Spaß gemacht und ich werde es auf jeden Fall mir nochmal anschauen, wenn ich Zeit habe. Das ist halt immer ein kleines Problem. Und ja, hier zeige ich euch dann nochmal die Seite von den Two Guys Games. Und ja, hier findet ihr alles über das Entwicklerteam, über das Game. Hier gibt es auch nochmal einen Discord, wo ihr dann wirklich mit den Leuten auch in Kontakt treten könnt. Und ja, ich würde sagen, ich gebe jetzt an den Tupac ab, der schon sehnsüchtig wartet, die Gegnerhorden zu besiegen. Also gebe ich mal ab ins Gameplay. Viel Spaß. So Leute, willkommen bei David, dem Oculus App Lab Game. Und ja, ich würde sagen, es passt am besten Space Invaders in VR. Und ich habe nicht viel gespielt, ich habe mal 10 Minütchen reingeschaut, habe dann wieder alles gelöscht, damit ich mit euch hier auf New Game gehen kann, um euch mal zu zeigen, wie das Game anfängt. Und ja, das ist unser Startbildschirm hier, so eine große Raumstation. Und ich würde sagen, gehen wir einfach mal auf New Game und ja, legen los. Viel Spaß. Wir bleiben bei normal. Somewhere in space. Ach, guck mal hier. Pull right trigger to continue. Human, male, 48 Jahre alt, Bob Weierberg. Zero Gravity Janitor. Sieht cool aus. Gefällt mir. Oxygen Level 35. Life Support System Critical. Das ist nicht gut. Okay, legen wir los. So, this is how it ends. Alone in space. Half naked and oxygen left for 10 minutes. 10 Minuten sind nicht viel. The last thing I remember was this big explosion. I was just wiping the floor at Section 7. Oh, what irony. The last survivor of the space fleet is a third-class janitor. Der letzte Überlebende der Space-Flotte ist ein Hausmeister. Janitor ist ja Hausmeister.
At least I have a last impressive view before I close my eyes. Forever. Das stimmt, er hat eine schöne Aussicht, ne? Hier kann man sterben. Farewell, my beloved universe and galaxy. We had quite some fun together. Let's count some sheep and try to sleep. 10. 9. 8. 7. 6. 6. Oh, wait. What's that? What? Hello? Anyone out there? Can you hear me? Hello, anyone out there? Klar, wir können dich hören. I can't believe it. I'm still alive. Who are you? My name is General Barrack. We found this last intact fighter floating in space. I'm sending this message from our last hidden outpost, far from your position. The Volgans caught us unprepared, and we need more time to reunite. Only you can help. No way. I'm not a fighter pilot. I'm a janitor. All I fight are stains and leaky pipes. A janitor? Really? Hear my words. Sometimes adventure knocks at your door. Genau. Abenteuer klopft manchmal einfach an die Tür, ne? A new enemy fleet is coming to you any moment. This is your call. You have to decide now. Good luck. Okay, wir sollen jetzt hier kämpfen. Wait, no! What? Hello? General? Keine ganz tiefe Story, aber wenigstens eine Story. Gefällt mir. Oh boy. I guess that's gonna be a long talk with the Union. Working overtime. Travel costs. Expenses. Night surcharge. Risk bonus. Ka-ching. Also wenn wir den bewegen, haben wir so ein kleines Delay. Eine kleine Verzögerung drin. Das merkt man, so ein bisschen schwammig. Aber gut, sonst wäre es auch wahrscheinlich viel zu einfach, ne? Never mind. What's the difference? Cleaning up. Okay. Ja, es ist ein Wave-Shooter. Das heißt, es kommen jetzt immer wieder Wellen auf uns zu, die wir dann halt zerstören müssen. Kleine Schiffe, große Schiffe. Ja, ich war nicht sehr erfolgreich, muss ich direkt sagen. Und ja, schauen wir mal, was wir machen können hier. Oh, die habe ich nicht kommen sehen. Das Problem ist, wir müssen die kleinen, die großen kaputt machen. Sonst kriegt man halt Probleme. Und dann muss man auch noch auf die Raketen aufpassen. Das ist auch nochmal wichtig. Der kommt uns gefährlich nah, das heißt, der will durchbrechen. Müssen wir uns den mal vornehmen. Okay. Wenigstens den haben wir gestoppt. Ist das normaler Schwierigkeitsgrad? Ist schon nicht so leicht, muss ich sagen. Wir haben auf dem Schiff haben wir unsere Energieanzeiger, der grüne Balken. Collected Power-Ups, war nicht viel. Health Max. Okay, nach jeder Welle kriegen wir wieder wahrscheinlich Leben wieder zurück. Drei Schiffe kümmern. Wäre cool, wenn wir jetzt schon ein Leader mähen können. Aber jetzt kommen wir noch da. Oh, die fliegen jetzt auch noch um uns rum. Böse.
Max. Stoppt. Boah, die sind gefährlich, ey. Stop it now. Ein paar mehr Schüsse wären nicht schlecht. Ah, jetzt haben wir zwei Schüsse, das ist auch schon mal was. Sollten wir auch direkt mehr. Die Raketen machen mehr zu schaffen. Sieht aber cool aus, das Raumschiff, gefällt mir. Also, zwei Controller brauchen wir eigentlich gar nicht. Oh, da oben ist jetzt eine ganze Station. Oh, dann werden wir direkt mal ausschalten. Jetzt auch wieder Triple Shot, cool. Seeker Missiles. Komm. Mal. Boah, wir haben es aber. So, jetzt müssen wir die da oben. Dann haben wir Minen. Und mit einem Schuss sollte das schnell durch sein, das Thema. Puh, aber ganz schön anstrengend. Soll jetzt auch nur so ein First Impression Video werden für euch. Aber macht einen guten Eindruck für 14,99, glaube ich, war es jetzt. Wer so auf Arcade-Ballerei steht, ist hier, glaube ich, genau richtig. Und von da kommen jetzt wieder einige auf uns zu. Das dicke Ding müssen wir auf jeden Fall wegknallen. Boah. Wir haben uns aber jetzt hier. Oh, wir haben nur noch zwei Schuss. Warum auch immer. Ein Schuss, weil wir getroffen wurden wahrscheinlich. Ah, der wird natürlich jetzt hart. Gestoppt. Boah, mit den Raketen, die uns um uns rumfliegen, habe ich echt Probleme. So, hui. Fight ist die. Es wird immer weniger. Ja, ist gut. Oh, mit einem Schuss. Das gibt nichts. Ja, wie ich auch eben erwähnt habe, ist ein deutsches Projekt. Ich glaube, zwei Entwickler aus Köln sind das. Da kommen sie. Aber ich muss erstmal den aufhalten. Okay. Boah. Jetzt bin ich hier wieder.
Also wenn man hart getroffen wird, dann geht das Bild schon mal irgendwie schräg. Ich weiß nicht, ob das... Wird wahrscheinlich so gewollt sein. Also ich glaube, jetzt kommt die Phase, wo ich sterben werde. Weil ich jetzt gar nicht mehr irgendwie auf die großen Schiffe draufgehen kann. Oh, da haben wir was, Power up. Oh, jetzt haben wir Laser Defense, das ist gut, Also die schützen uns ein bisschen. Großen Fisch komme ich noch gar nicht dran. Jetzt haben wir wieder Schräglage. Nee, das werde ich nicht packen. Hier wäre ein Koop-Modus cool. Ich versuche. Jetzt muss uns um das Große kümmern. Oh, it's broken. Wir haben es nicht mehr unter Kontrolle. Okay. Also das ist echt schon fordernd. Jetzt sind wir wieder bei Level 0. Nee, Stage 5. Okay, wir fangen hier nochmal neu an. Das ist gut. Wäre blöd, wenn man komplett zurückgeworfen wird. Da kommt Power-Ups auf uns zu. Das ist doch schon was. Holy cow! What's that? Also das fehlte mir, glaube ich, eben auch wirklich. Aber die Großen da oben, denn die Geschütztürme, die da dran sind, das können die auch noch. Ist klar. Mal den auch schon mal runterkriegen, wäre gut. Ja. Sehr gut. Also der macht uns echt das Leben schwer, der Große da. Jetzt haben wir nur noch einen Schuss. Mist. Ja, ich versuche zu stoppen. Sehr, sehr hart. Vielleicht sollte ich erstmal auf Easy probieren. Der versucht jetzt durchzubrechen. Von da kommen jetzt auch wieder. Leider. Schiffe. Auch Power-Ups wären nicht schlecht. Okay. Jetzt kümmern wir uns mal um den hier. Power-Up, komm! Gimme! Gib mir Power. Nee. Ja. Komm, einen gebe ich noch. Dann würde ich auch aufhören. Ich wollte euch das Game nur mal präsentieren. Macht einen guten Eindruck, aber man muss natürlich auch erstmal klarkommen mit dem, was hier auf einen zustürmt. Power up. Wenn wir die Kleinen erstmal weg hätten. Wird uns ja echt schon weiterbringen.
komm. Wait, sweetie. Good work. That was a cool attack, Lee. Da kommt wieder Laser ab, der. Ist auch gut. Da oben. Okay, jetzt müssen wir uns erstmal um die Flut kümmern, die da auf uns zu rast. Kleine hier noch. War ganz, ganz kleine Sau nicht, aber. Okay. Aber Abwehr ist gut. Scheinbar kann ich da Schaden machen. Boah, die kommen natürlich mit allem hier auf uns zu. Good work. That was a full attack, please. Pick up the power. Triple shot. So, nochmal ein Triple Shot. Ja, wir haben unseren Triple Shot verloren. Das war unser Problem. Da kommen wieder einige. Um die müssen wir uns kümmern. Wir bräuchten Leben. So, jetzt müssen wir uns darum kümmern. Ja, jetzt kommen die wieder. Bleibt halt nicht viel Zeit, um sich zu kümmern. Da kommen sie auch schon wieder. Ja, Leute. Critical Hits. Ich würde sagen, hier höre ich jetzt auf. Also macht erstmal einen guten Ersteindruck, finde ich. Ich muss natürlich erst noch lernen, wie man hier wirklich vernünftig durchkommt. Vielleicht auch nochmal auf einem anderen Level anfangen. Nicht normal, sondern vielleicht leicht. Und ich möchte gar nicht wissen, wie es auch schwer ist. Aber wie gesagt, für so Arcade-Ballerei ist es vollkommen in Ordnung. Und da gibt es natürlich auch Fans von solchen Games hier. Und ich finde es solide gemacht. Von mir kriegst eine Kaufempfehlung für die Leute, die auf solche Spiele natürlich stehen. Also vom Ersteindruck her. Und ja, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wenn das gefallen hat, würde ich mich natürlich auch ein Like freuen. Abo-Button nicht vergessen, dann werdet ihr ja auch immer informiert, wenn es neue Videos gibt, wenn es auch Livestreams gibt und so weiter und so fort. Und ich sag mal Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.